Aber irgendwann ist zu Ende. So, Freunde. Tiger. Was brauchen wir für den noch? Also wir brauchen Tiger oder Tundra. Nordamerika. Okay. Tiger oder Tundra. Eisfelsen wären auch geil. Aber die hab ich, da habe ich schon eine Idee. Das machen wir jetzt hier so hin. We could pack our bags tomorrow, leave all of our sorrow, see where all this road goes, maybe San Diego, oh. Maybe San Diego, oh. Roll down all our windows, just see where the wind blows, one leg out the window, sit like a flamingo. Jetzt müssen wir aber eigentlich unsere Forschung ändern. Wir müssen unsere Forschung jetzt eigentlich ändern. Und zwar soll jetzt, ich weiß nicht mehr, wer Penelope war es, glaube ich. Muss jetzt eigentlich Nordamerika, Arktis forschen. Können wir da zwei drauf an? Nee, nur Hollis oder... Ich weiß nicht mehr, wer es von beiden war. Im Zweifel geht das so jetzt. Hier sind wieder haufenweise Leute. Ein schönes Areal hier in Australien. Interessant auf jeden Fall. Unser Leben ist so leer ohne Bären. Ja. Nachwuchs gab's wieder. Ach, schön. So, Freunde, jetzt machen wir Folgendes. Tierhandel. Chat, Tierhandel. Es ist soweit. Der Polarwolf. Der Polarwolf wird sich uns anbieten. Muss mal schnell schauen, was da noch überall angewählt ist. Dingo kann auch raus. Okay, das schaut gut aus.
Echt jetzt? Wirklich? 5000! Sind ja Schweine selten. Weißes Fell mit brauner Musterung? Weiß-cremefarbenes Fell mit brauner Musterung. Ich bin nicht bereit, 5000 für einen Polarwolf auszugeben. Also das Männchen können wir uns ja schon mal holen. Aber da brauchen wir auf jeden Fall, für den noch brauchen wir auf jeden Fall noch ein Weibchen. So, dann brauchen wir noch die Tierarztforschung. Die muss auch mal gerade umswitchen. Wo ist unser Polarwolf? Ist noch gar nicht aufgeführt, ne? So, und sobald ihr hier rankommt und hier versucht abzuliefern, werden wir umgehend schauen. Essen und Trinken, ja, ja, das ist auf jeden Fall noch der Plan. Das werden wir hier irgendwo noch einbauen, aber ich muss hier erstmal schauen, wie es abgeht, ne? Philips, grüß dich, hi! Herzlich willkommen hier im Stream! Hier, wie gesagt, das ist auch noch nicht final, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Was ist bei euch das Problem? Essen, Trinken, Durst, ja, okay. Da bin ich mal gespannt, wie das in der Dunkelheit aussieht. Warum kaufst du nicht das Top-Weibchen? Weil die 5000 aller Haltungspunkte kostet. Und ich ehrlicherweise ein bisschen... Nö, das will ich nicht. Da warte ich lieber einen kurzen Moment und gebe dem dann hier mal... und kaufe mir lieber mal 9. Weil 5000 aller Haltungspunkte ist mir ehrlicherweise zu teuer. Wenn das Männchen gerade mal 1000 kostet. So. Schmeiß rein. So. Gehegecheck. Ich sehe jetzt aktuell keine Ausbruchsquellen. Das heißt, wir haben unseren Zooteil hier eigentlich ganz schick gemacht. Lass mal laufen. Okay. Gut. So, jetzt müssen, wir haben auch noch keine Betten, also keine Schlafplätze und so weiter. Also da geht noch was. Mary Eleanor, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen und herzlich willkommen hier im Stream. Ja, Aluka, das Polarwolf-Weibchen, so rum, dass das natürlich jetzt einen anderen Preis hat, ist ja ganz klar. Hey, Sandstorm, auch dir erstmal einen wunderschönen. Endlich habe ich es in den Stream geschafft, Fips, das ist ja ganz hervorragend. Grüß dich. Wie gesagt, ich habe nichts dagegen, Chat, dass, das Weibchen, ja, dass das teurer ist. Habe ich kein Problem, aber nicht so viel teurer. Also das ist dann schon, naja. Muss ich sagen, bin ich nicht bereit. Da fühle ich mich einfach nicht bereit für. To what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving this like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control, I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Gibt hier noch ein paar kleinere. Haben die hier unten auf jeden Fall einen richtig schönen Schlafplatz. So. Ich will aber ganz kurz nochmal den Check machen.
So, wir brauchen natürlich Tierpfleger, brauchen wir auf dem Gelände auf jeden Fall nochmal. Eine ganze Litanei auch. Das heißt, wir werden jetzt anfangen, nochmal Leute einzustellen für diesen einen Bereich hier hinten. Wir machen dann noch ein paar Kleinigkeiten auf jeden Fall, ja. Das werden wir auch noch machen. Also, pass auf, Quatsch, falsch, da. Also, wir brauchen hierfür 1, 2 Zoopfleger. Wow. Mal kurz Pause, sonst laufen die uns sofort davon. Dann brauchen wir 1, 2... Machen wir mal 2 Tierpfleger, ist okay. Dann brauchen wir einen Techniker, würde ich sagen, sollte... Na, machen wir 2 Techniker, wir bauen hier oben noch ein bisschen mehr rein. Einen Sicherheitsbeamten, der reicht mir. Verkäufer brauchen wir gerade keinen. Und einen Tierarzt. So. Und jetzt müssen wir erstmal zuweisen, dass das ein neuer Arbeitsbereich ist. Das heißt, wir sagen, du bist neuer Arbeitsbereich. Wir packen das noch mit dazu. Momentan müssen alle bis davor latschen. Und das hier, hier oben das Essen machen. Das ist ein bisschen unglücklich, finde ich. Kriegen wir rein. Dann machen wir die Orang-Utans aber wieder raus. So. Okay, machen wir das so. Und das nennen wir jetzt Polarwolf. So. Ja, wie gesagt, da kommt noch was auf jeden Fall noch hin. Ja. Die Mitarbeitergebäude können sie auf jeden Fall von hier noch mitnutzen. Da haben die auch wenigstens nicht ganz so weit. Das ist schon eine Ecke, aber das geht sogar. So. Und jetzt muss ich mal ganz kurz im Arbeitsbereich Kroko den nochmal bearbeiten. Hier sind nämlich die Dinger, werden gar nicht gewartet. Das ist schlecht. Das dürfen die auch hier mitnutzen. Das passt dann auch. Und Orang-Utan darf den nämlich jetzt gar nicht mitbenutzen. Das ist ein bisschen doof. So, machen wir das auch. Orang-Utan ist nämlich hier auch ganz gut. Und Jaguar darf den Raum eh schon mitbenutzen. Das ist auch in Ordnung. So. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Mitarbeiters. Das heißt, wir gehen jetzt mal zu unseren Mitarbeitern hier hoch. Wir haben jetzt hier für Gäste auch noch gar nichts gemacht. So. Können wir den von hier aus zuweisen? Das wäre natürlich sehr praktisch. Ja. Der Polarwolf. Der Polarwolf. So. Hier. Ja. Polarwolf. Polarwolf. Du auch Polarwolf. Und du auch. So. Haben wir jetzt alle, oder? Jetzt müssten wir alle haben. Okay. Wo ist er denn überhaupt? Oh, er verändert sich. Nein! Das ist, hängt nicht so ganz stabil. Nein! Leider nicht, ne? Es muss ein bisschen draußen sein, sonst geht das nicht. Okay, ist blöd, aber geht nicht anders. Fällt trotzdem nicht so schlimm aus. Das Futter lebt! Ach, guck mal! Oh, wie hübsch. So, okay, Freunde, jetzt geht's um die Wurst. Die Wurst. Die ersten Besucher kommen. Das bedeutet, wir müssen jetzt natürlich Einrichtungen erstmal schaffen. Infotafeln müssen her. Thank you.
okay, also erstmal primär müssen wir jetzt mal hier ein bisschen arbeiten. Also wir, da wird schon Arktis erforscht. Hier Veterinärforschung wird der Polarwolf jetzt erstmal erforscht. So, Goody, meine Lieben. Der Beutel zählt mehr als Beschäftigung, nicht als Futterstelle. Ja, das glaube ich allerdings auch. Wir haben auch noch mehr Beschäftigungsmöglichkeiten. Aber mir wäre es natürlich auch ganz recht, wenn wir hier anständige Sachen mal reinbekommen, wie sowas zum Beispiel. Na, also, dass wir unsere Tiere auch richtig füttern können. Das würde ich aber tatsächlich hier oben hinbauen. Weil man da auch natürlich hier noch was sehen kann. Und das ist natürlich auch nicht so weit vom Eingang weg. Dann haben die dann nicht so ewige Reisezeiten. Jetzt müssen wir halt ein bisschen warten auf die erste Forschung in der Richtung. Ach, wir haben die einen Schienenbahn ja auch schon. Mensch. Okay. Gehege-Infoset. So, machen wir mal ein bisschen Informationen hier ran. Damit sich hier jeder über den Polarwolf informieren kann. Unsere neue Attraktion im Park, meine Lieben. Dann dauert es nicht lange und dann kommen nämlich die Ersten und wollen hier den Polarwolf sehen. Das ist cool. Temme, grüß dich erstmal. Twitch wollte, glaube ich, dass dein Stream gucke. Er hat mir dreimal angezeigt. Temme dann erstmal. Ich glaube, das ist ein Zeichen. Ich glaube, das ist für uns beide ein Zeichen, ja? Herzlich willkommen. So, Freunde. Wir holen uns jetzt mal. Wir schauen mal in den Tierhandel rein. Lippo hat recht. Mehr Wolf. Ja, wir brauchen mehr Wolf in unserem Leben. Wir haben ein Männchen, glaube ich. Holen wir, kaufen wir uns noch. Auch nichts, ne? Okay, wir müssen mal ein paar Leuten Hallo sagen. Armes Wölfchen, ne? So ganz allein, Kumpel. Wir bringen dir gleich eine Partnerin. Also irgendwas wird sich schon arrangieren lassen. Lippo, die will ich ja gar nicht verkaufen. Ich suche einen anständigen Zuchtwolf. Die Welpen werden dann verkauft eines Tages mal. Beziehungsweise in der Regel das Männchen, um den Genpool zu erweitern. Wobei die DNA auch nicht die beste ist, ne? Schauen wir mal in der Früh, wenn die Sonne dann auch wieder über unserem neuen Parkabschnitt hier hochkommt. Wie gesagt, auch hier der Bereich gefällt mir auch noch überhaupt nicht. Hier wird dann nochmal irgendwann ein Weg hier rüber führen, damit die Leute, die auch hier lang kommen, schneller hier rüber kommen und nicht alle durch diesen Engpass müssen. Genau, aber das Weibchen will ich niemals nie verkaufen. Die Welpen müssten gehen eigentlich. Weil die ja wieder selber gezüchtet sind. Die sind ja nicht für Bargeld gekauft. Du kannst nur, glaube ich, alles, was du für Bargeld kaufst, nicht mehr verkaufen, Lippo. Ne? Dieses Tier wird für Bargeld aufgenommen, kann nicht freigelassen werden. Ich glaube, das ist wirklich nur bei den Bargeldviechern. Ja, die Welpen sollten nämlich schon gehen. Also ich glaube ja auch. Aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig bei sowas sicher, ne? Folgen wir ihn mal auf seiner wilden Erkundungstour durch sein neues Gehege. Der Polarwolf, meine Lieben. Der Polarwolf. Im Morgenlicht. Der könnte sich mit den Dingos gut verstehen. Wie zufrieden ist er? Wahrscheinlich überhaupt nicht, weil er keinen Partner hat. Oh, da haben wir eine Kante reingebaut.
glaube, der kriegt gerade Futter, kann das sein? Da war doch gerade ein Pfleger unterwegs. Pfleger. Irgendwas hat er. Boah, schau mal, wie geil das aussieht am Horizont oben. Kann ich leider nicht sehen, weil der Hang hochgeht. Schau mal, wie cool das aussieht. Sonne brennt hinein, meine Lieben. In die Landschaft. Aber jetzt gucken wir mal, die Frage beantworten wir gleich. Eigentlich ziemlich zufrieden, der Alpha-Polarwolf, den wir hier haben. Ist okay. Hat aber allerdings Schwierigkeiten gerade, weil er alleine ist. Das mögen die gar nicht. So, jetzt kommen hier die ersten Leute. Wir gehen mal kurz durch den Park und schütteln mal Hände von anderen Parkbesitzern, wie Luckwalde ist zum Beispiel. So. Ja, Zizu, der ist auf jeden Fall mega einsam. Also, da bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass das so ist. Das können wir eigentlich sicher sein, ja. Und unser neuer Bereich für die für unsere Mitarbeiter und so weiter kommt hier unten rein. Da haben wir jetzt viel Platz. Ja, und da können wir hier unten richtig schön Mitarbeiterräumlichkeiten machen. Das machen wir jetzt gleich. Weil hier unten ist echt viel Platz für unsere Mitarbeiter. Daher könnte man das auch ohne weiteres einrichten. Und da hätten wir halt einfach auch schön Mitarbeiterräumlichkeiten frei. Vor allem die Tierpflegerhütte wäre mal hier eine ziemlich cool. Machen wir zwei rein, dann können wir auch mehr Leute hier reinbringen. Eine Tierarztpraxis gibt es hier auch noch. Mitarbeiterraum, selbstverständlich. Werkstatt. Huch, jetzt bin ich woanders rausgeflogen. Moment, ich muss den Eingang wieder finden. Ich habe den gut versteckt. Ach, da war er. So. So, haben wir das auch. Handelszentrum können wir machen. Dein Brackenkumpel, grüß dich. Hi. Quarantäne brauchen wir jetzt hier nicht unbedingt aufbauen. Geländeebenung machen wir auf ganz schwach. Also auf 3 oder so. 4 geht auch. Okay, haben wir den Bereich auch gemacht. Und den können wir jetzt natürlich erstmal auch allen, die hier irgendwie tätig sind. Warte mal kurz, ich muss hier raus. Ah, ich habe Platzangst. So. So, den müssen wir jetzt auf jeden Fall machen. Eine Lampe wäre schön, ja, mit Sicherheit. Doch, da war ich richtig. Arbeitsbereiche. Jaguar, pass mal an. Ist natürlich jetzt blöd, dass der genau unterm Jaguar-Gelände liegt. Kriegt die aber trotzdem zugewiesen. Koko nicht. Orang-Utan kriegen hier zugewiesen. Auch für die ist das mit Sicherheit nämlich auch besser, wenn die hier den Arbeitsbereich haben. Und Polarwolf natürlich selbstverständlich auch. So. Wie gesagt, keiner muss jetzt so ewig weit mehr latschen und die haben dann hinten auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Platz. Und jetzt wird natürlich hier auch ein bisschen mehr Run reinkommen, weil natürlich auch viel mehr von unseren Mitarbeitern hier natürlich jetzt runter können. In den Mitarbeiterbereich. Ganz schön was los hier.
ist ganz schön was los in unserem Park, Freunde. Hier geht's schon rund. Meine Lieben, ihr dürft gerne noch an der aktuellen Verlosung von Namen teilnehmen. Wir haben ja jetzt wieder neue Leute eingestellt. Wir benennen unsere Leute natürlich, weil wir immer wieder neue Leute einstellen. Auf jeden Fall benennen wir die Leute eben nach dem Chat, ja, unsere Mitarbeiter. Und das ist auf jeden Fall eine gute Sache für uns. Ein Leistenkrokodil ist erwachsen. Das ist eine schöne Sache. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, ganz kurz, die Mods können euch ganz kurz bestimmt eine kleine Info raushauen. Bis dann, Sizo, grüß dich, ja. Ich wünsche dir was, hau rein. Genau, Party haut gerade rein. So funktioniert das System. Und da könnt ihr gerne jederzeit mitmachen. Und hier einen der Namen des Mitarbeiters wählen. Manchmal gibt sich da ganz Lustiges draus. Ja, also hier unten, das wird schon deutlich besser genutzt, ne? Schaut's bei denen denn hier aus? Wie viele haben wir denn überhaupt? Immer noch die gleichen, ne? Futterspender sind auch super wenig, oder? Eine Beschäftigungsbox, das war eine Baumfutterplattform. Aber da haben wir eine hier. Aber das geht auch, ne? Weil die sind nicht so ganz zufrieden mit ihrem Gehege, oder? Doch, geht so. Und die sagen hier, die Futterspender sind blöd. Okay. Das vielleicht noch ein bisschen verschieben? Alter Schwede, sind da viele Leute. Okay, hallo, dann mache ich mir da jetzt weniger Sorgen. Okay. And the downs, my heart will never stray.